Ich möchte gerne hier unten erst gucken. Ich habe immer Angst, dass ich übersehen was. Ein Torque. Ah, ein Torque. Den greifen wir, der sieht sehr gespannt, sehr gepanzert aus. Aber vielleicht auch dafür nicht ganz so stark. 19. Aber das macht nichts. Wir haben wieder ein bisschen Geld gewonnen und hier unten hat es auch nichts, oder? Können wir hier... Vielleicht gibt es ja auch noch Sachen in der Wand versteckt. Man weiß es ja nicht. Muss auf alles gefasst sein. Und dort ist ein weiteres Torque, das wir angreifen. Zack. Und komm, lass auch mal angreifen. Zwar daneben. Wir können noch mal angreifen. Also das Torque hat eigentlich kaum eine Chance gegen uns. Müssen wir mal ehrlich sein. Wir sind schon gut ausgerüstet im Moment. Und jetzt wieder hoch oder runter. Wir gehen erst nach unten. Und zwei Skaven. Machen aber nur 3 Schaden. Also ist das eigentlich schon gar nicht mehr der Rede wert. Auch sie macht 10 Schaden an den Dingern. Und damit ist der Kampf vorbei. Okay, was haben wir hier? Ihr habt einen Trank gefunden. Sehr gut. Also Kisten, Fässer, 50 Gilds, Glees gefunden. Und einen Monster, einen Cobra Zero. Daneben, sie heilt uns mal schön. Und drauf da. Ich muss sagen, für mich persönlich, ich fand diesen rundenbasierten Kampfstil von Final Fantasy und so oder von solchen Adventure Games allgemein gar nicht mal so geil, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, ich war immer mehr der Fan vom direkten Kampf immer. Außer bei Pokémon oder bei dem South Park Spiel Stick of Truth. Da mochte ich das sehr. Aber sonst mochte ich das eigentlich nicht, dass man immer hier so und ist. Viele von diesen Adventure Games haben so angefangen. Aber für mich persönlich fand er, also ich fand es nicht so geil. Wir gehen natürlich erst nach links. Und hier noch eine Truhe. Und vor der Truhe noch mehr bitte. Da müssen wir uns jetzt erstmal durch den Torque beißen, schätze ich. Und sie halt natürlich immer fleißig und hoch. Das ist sehr gut, dass es keine Mana-Punkte braucht, damit wir uns hier durchgängig einfach heilen können. Ah nein, ich habe nicht geheilt. Ich hoffe mal, sie wird das überleben. Ich glaube aber schon. Nur so sparen wir uns Tränke, wenn sie uns im Kampf halt, dann können wir nämlich außerhalb die Tränke sparen. Und ihr habt 190 Gilds gewonnen, Glees gewonnen und Erfahrungspunkte. Jetzt bekommt ihr fürs Kämpfen EP und steigt in Stufen, 9 Stufen auf, freigeschaltet. Experience Points, okay. Kurz gucken. Dort oben haben wir schon 2 von 23 Sachen gefunden. Ich weiß gar nicht, was es ist. Also diese Dimensionssteine sind das dann nicht. Hier wird's nebelig. Vielleicht der richtige Weg? Oh, habe ich mich jetzt gerade erschrocken. Ich war gerade im Konzentrationsmodus. Und Angriff. Ich vergesse nur, mit ihr zu heilen. Ist aber auch gerade noch nicht so notwendig. Wir haben 120 Glees und 4 EP gefunden. Ich weiß gar nicht, ob wir die Höhle, ob wir hinter uns schon Sachen haben, die wir nicht mehr entdeckt haben. Ich verliere ein wenig den Überblick und heile natürlich. Sehr gut. Und gib der Cobra 1 auf die Nuss. Du auch. Zack. Ich dachte, das reicht. Aber wir sind schnell genug. Doch nicht. Dann können wir aber auch nochmal heilen. Zack. Wir haben ja, wie gesagt, jetzt keine Eile. Ihr habt 100 Gs und 6 EP gewonnen. Klink hat Stufe 2 erreicht. Sein Wert für Angriff wurde erhöht. Kieskuch hat die Stufe 2 erreicht. Ihr Wert für Verteidigung wurde erhöht. Sehr gut. Wir müssen runter. Wir leveln uns gerade schön hoch. Die Speicherpunkte sind mir ein bisschen wenig im Moment. Gerade muss ich ja gestehen. Einen Stern. Sammle alle versteckten Sterne in Evoland. Und das war auch das, was wir das Abzeug gefunden haben. Cobra Zero. Zack. Wir werden vor 2 wilden Cobra Zeros angegriffen. Sie hat nicht mehr als 70 Trefferpunkte. Okay. Dann kann sie jetzt auch munter mit draufklöppeln. Jetzt lohnt es sich wieder zu heilen. Zack. Und drauf. Und... Oh, jetzt habe ich kurz weggedrückt, was wir gewonnen haben. Ich glaube 6 Erfahrungspunkte. Und dort ist eine neue Truhe. Talk und 2 Skaven. Diesmal machen wir es mal anders. Wir greifen nämlich zuerst mal die Skavens dort hinten an, weil die alle mit einem Schlag weg sind. Magie eben schnell heilen. Zack.
aber... Boah, der Talk macht doch ganz schön Aua. Hätte ich gar nicht gedacht. Angriff. Sie darf heilen. Sehr wohl. Und drauf da. Oh, sehr gut. Oh, Schinker Stufe 3 erreicht, sein Wert für Verteidigung wurde erhöht. Und Käsekuchen an Stufe 3 erreicht, ihr Wert für Magie wurde erhöht. Und eine Truhe. Lebensquelle. Etwas frisches Wasser heult euch vielleicht Ohrwunden. Ah, Trefferpunkte wurden wiederhergestellt. Spiel speichern. Ja, sehr gerne. Wo hat das Spiel mich gehört, dass ich mir mehr Speicherpunkte wünsche in diesem Spiel gerade? Oh. Wieder die gleiche Konstellation und ich glaube, wir werden wieder so fortfahren. So, ihre Magie wurde erhöht. Mal gucken. Okay, im Moment sehen wir noch nicht so viel. Weil wir recht wenig Leben verlieren im Allgemeinen. Also da können wir auch jetzt einfach mal angreifen mit allen. 14 Angriff gegen den gepanzerten Torque. Sie trifft nicht. Aber ich glaube, jetzt müsste das schon sein. 190 Gies und 9 Erfahrungspunkte. Und wir laufen und wir laufen. Mal wieder nach unten. Ich fühle mich hier gerade wie bei Pokémon. Zack, direkt drauf. Sie halt munter drauf los. Oh, sie ist sehr, sehr starke Heilerin mittlerweile schon. Und wir sind ein sehr, sehr starker Kämpfer. 70 Glies, 5 Erfahrungspunkte. Und hier hat es eine Druckplatte. Oh. Freigeschaltet. Irgendwo ist etwas passiert. Okay, aber wo? Und genau das ist die Frage. Hier ist eine Truhe. Die Karte von Skaven. Ah, eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Das da oben in der Mitte sind Karten. Ah, also haben wir schon 3 von 23 Karten gefunden. Sehr, sehr gut. Hier ist also gerade nichts passiert, außer vielleicht die Truhe. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das war eher irgendeine... ich glaube, das war irgendeine... ein Pfad oder so, der sich jetzt geöffnet hat. Und damit haben wir die Schlange besiegt, sind Stufe 4 gekommen mit beiden und haben mehr Leben bekommen. Es tut mir leid, ich habe gerade direkt aus Versehen wieder weggedrückt. Das heißt, wir gehen mal hoch. Und wieder eine Cobra Zero. Und wird Zeit, dass wir mal, ich denke mal ab Stufe 5 kriegen wir vielleicht noch eine Spezialattacke für unseren Kling. So, wir haben also 5 Lebenspunkte mehr, also 155 Lies, 3 Erfahrungspunkte. Und hier ist er. Der Kristall. Ihr habt den Wächter des Kristalls geweckt. Oh, Kefkas Geist. Klingt, der hier sieht mächtig aus. Kesku. Viele Jahrhunderte lang wachte er über den Kristall. Er scheint jedoch von einer bösen Macht verdorben worden zu sein. Vermutlich von demselben bösen Macht, die mein Heimatdorf angegriffen hat. Holen wir uns den Kristall. Wir brauchen seine Kraft, um zu kämpfen. Das ist ein guter Plan. Und jetzt müssen wir den Kefkas Geist besiegen. Erstmal heilen, obwohl wir gar nicht so viel Leben verloren haben, aber Vorsorge natürlich. Ich bin gespannt, wenn er jetzt mal was raushaut. 19, okay, das geht. Bewegt sich gerade sehr, sehr intensiv. Boss-Animation. Ah, ich wollte gerade sagen, jetzt bewegt er sich auf einmal. Sieht gleich viel mächtiger aus. Zack. Und zack. Ich bin mal gespannt, wie viel der wirklich aushält. Schwupps. Angreifen. Oh, was? Phantomkonter. Ach so. Oh. Oh, nicht schlecht. Ein sehr, sehr anspruchsvoller Gegner. Wie ein Bossfight eben so war und so ist. Gerade in der frühen Zeit in Adventures, da waren die Bosse immer was ganz Besonderes. Angreifen. Zack. Und dann greift er uns direkt wieder an. Und sie sollte jetzt nur noch durchgängig heilen. Und sie heilt ganze 18 Punkte. Und jetzt kommt der Phantomkonter. Deswegen heilen wir nur. Dann dürfte er ja auch nichts... Ah, da ist er wieder. Zack. Wusste gar nicht, dass man das zeitlich aussetzen kann. Ich habe gerade überlegt, was wir jetzt machen. Wir haben ihn besiegt. Ja, 400 Lies und 220 Erfahrungspunkte gewonnen. Die Kraft des Kristalls wurde aktiviert. Mal sehen, was passiert. Ups, oh, huch.
freigeschaltet 3D-Modus. Ihr erhaltet eine komplette dritte Dimension. Wie cool. Die Kraft des Kristalls ist unglaublich. Jetzt kann ich das Böse, das mein Dorf bedroht, bekämpfen. Um an ihn zu gelangen, müssen wir aber in die Noria-Mine durchqueren. Danke für eure Hilfe. Ihr seid mein Held. Natürlich. Ach so, also so sehen wir jetzt aus. So greifen wir an. Und das ist unsere Begleitung. Und alles ist weiß, weil wir in der dritten Dimension sind. Und wir haben bis jetzt immer in der zweiten Dimension gespielt. Ah, Edeltal. Und jetzt hat sich unsere ganze Welt auch in die dritte Dimension gebracht. Öffnen wir mal diese Truhe. 16-Bit-Musik. Boah, die Musik entwickelt sich auch weiter. Cool. Ich freue mich. Und dort ist noch eine Truhe. Und hier haben wir wieder rumfliegende Monster. Ich hoffe nicht, dass wir wieder beim ersten Schlag tot sind. Und Herzen. Ihr werdet nicht mehr mit einem Schuss niedergestreckt. Ach, sehr schön. Und die Fledermäuse sehen auch sehr, sehr geil aus, muss ich ja sagen. Komm her. Zack. Und du. Und du. Wir haben ein Viertel Herz verloren, also haben wir einen Haufen Leben. Vielleicht finden wir auch in den Gebüschen jetzt jeweils Herzchen. Zack. Diese Tintenfisch-Typis sind jetzt auch überhaupt kein Problem mehr für uns. Und ich finde es sehr, sehr interessant, wenn man sich mal überlegt, wie die Viecher am Anfang aussahen in dieser tristen Gameboy 1, möchte ich das jetzt fast nennen, damit man weiß, was ich meine, in dieser Gameboy 1 Grafik aussahen. Und jetzt haben wir hier schon 3D kleine animierte Wesen, die wir hier niederstrecken können. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier irgendwas finden in den Büschen. Aber wir wollen natürlich den ganzen Wald erkunden und deswegen ist das gar nicht schlimm, dass wir... Ah, hier hat's nämlich eine Truhe, seht ihr? Gepixelte Texturen, so sieht alles in der echten Welt noch schöner. Noch ähnlicher, Entschuldigung. So sieht alles in der echten Welt noch ähnlicher. Dort unten hat's ein Portal zu einer nächsten Stadt, das habe ich gesehen. Doch, zum Beispiel dort unten hat's noch eine Truhe. Dimensionsstein passiert. Ah, war der schon immer so klein? Ihr seid wieder am Spielbeginn. Yeah. Der Dimensionsstein versperrt den Wald, versucht es einen anderen Weg im Osten. Genau, an der Stelle waren wir schon mal. Ja, ich erinnere mich. Und da hat sich auch quasi mein Wunsch erfüllt. Hier war ja der Part nur für wendige Adventures, also für wendige Abenteurer. Also hat sich, gehen wir auch ganz zurück mal. Also hat sich mein Wunsch schon ein bisschen erfüllt, dass diese Welt, also dass wir die Anfangsgebiete nochmal mit den neuen Errungenschaften besuchen können. Einen Speicherpunkt natürlich besuchen. Und wir gehen natürlich erst runter. Ganz, ganz, ganz zum Anfang. Allein, ach, jetzt wieder ein Dimensionsstein. Und hier hat's wieder eine Kiste. Lebensbonus. Monster werfen jetzt kleine Herzen ab, mit der ihr euer Leben auffüllen könnt. Eure Herzen. Sehr gut. Die jetzt noch nicht. Aber wahrscheinlich werden sie es bald. Und hier können wir uns bestimmt irgendwie durchmogeln. Nein, können wir nicht. Aber überall Truhen. Und ich freue mich. Was ist hier drin? Kamera-Zoom. Ihr seht jetzt total cool aus, wenn ihr einen neuen Gegenstand erhaltet. Ah, alles diese kleinen Features, die nach und nach entwickelt wurden, finden wir hier nach und nach. Ich finde das extrem cool gerade. Und zwar eine Strecke, am Anfang ging alles recht schnell, folgte eins aufs andere. Und jetzt ging eigentlich recht, hat es eine Zeit lang sich sehr gezogen. Und jetzt finden wir wieder mehr und mehr auf einmal, weil wir jetzt wieder in unser altes Gebiet wieder Sachen entdecken können. Und wir finden, mit Kamerazoom natürlich, einen Stern. Sehr geil. So, hier kommen wir noch nicht durch. Sammelt alle versteckten Sterne, Evoland. Wir werden es versuchen. Noch hat kein Monster ein Herz freigelassen. Möchte ich nur mal kurz anmerken. Und was finden wir hier? Eine Karte vielleicht? HD-Texturen. Feinkörnige Anzeige. Dafür braucht ihr eine gute Grafikkarte. Ich sehe das schon. Wir haben sogar einen Mund jetzt. Wir haben einen Mund, eine Nase. Und die Monster sind auch schon... Das sieht ein bisschen Minecraft-ähnlicher aus mit diesen Comic-Texturen. Cool. Und wir finden jetzt...
einen weiteren Stern. Sehr, sehr gut.